Ich komme mir vor wie im Knast, bin ich aber nicht. Ich bin im Street Art Museum in St. Petersburg und ihr kommt jetzt mit. Das Besondere an diesem Street Art Museum ist, dass es eine intakte Fensterfabrik ist. Der Besitzer ist ein großer Kunstfreund und hat sich gedacht, ich biete den jungen Künstlern aus St. Petersburg einfach mal ein neues, tolles Zuhause und die können sich hier ruhig für immer austoben. Wahnsinn, man wird hier förmlich erschlagen vor lauter Street Art. Insgesamt stehen hier 5000 Quadratmeter den ganzen Künstlern zur Verfügung. Und jedes Jahr gibt es eine neue Ausstellung, wo quasi nochmal die ganzen Flächen neu bemalt werden. Wow, was geht ab? Das ist ja wunderschön hier. Das würde ich gerne zu Hause haben. So eine Hüpfburg oder ein Hüpfkaktus und auch noch in bunt. Sebo Germania, Biesnazwanie. Dieses Kunstwerk kommt von einem deutschen Pärchen und 50% der Kunstwerke hier kommen von russischen Künstlern und 50% von Künstlern aus aller Welt, hauptsächlich aus Europa. Es gibt so richtig viel hier zu entdecken. Ich freue mich schon auf die nächste Etage. Ich treffe mich ja auch noch mit einem Künstler, mit Wladimir Abi. Wladimir, привет, очень приятно. Wladimir, du hast aus einem Zaun das russische Wort für Bild, Obraz ausgeschnitten. Warum? Ich habe die Buchstaben neu sortiert und hier aufgehängt. Jetzt steht da Sabor, also Zaun oder frei übersetzt Grenze. Ich betone damit die Bedeutung von Grenzüberschreitungen und Illegalität meiner Arbeit als Street-Art-Künstler. Hier werden Kunstwerke nicht nur ausgestellt, hier gibt es auch Raum für die Künstler zum Arbeiten, wie zum Beispiel Sergei. Привет, я Полина. Немножко боюсь. Я делаю новую работу, называется она. Ich arbeite an meinem Werk Erneuerung. Es geht um Leben und Bewegung. Drehst du dich im Kreis oder nicht? Okay, ob es gefährlich ist, habe ich eben gefragt. Er meinte, ab einem bestimmten Ausbildungspunkt ist es nicht mehr gefährlich. Also ist es wahrscheinlich für mich als Anfänger gar nicht gefährlich. Das hier, das war ich gerade. Das ist mein Kunstwerk. Mehr traue ich mir gerade nicht zu. Aber man kann hier tatsächlich richtige Workshops buchen und schweißen und flexen lernen und vielleicht irgendwann mal so ein Kunstwerk draus machen. Wenn ich als Jugendliche zu meinen Großeltern gekommen bin, hat mich immer eine Sache gewundert. Es gab keine Graffitis und keine Street Art. Und tatsächlich gibt es Street Art in Russland erst seit den Nullerjahren. Umso erstaunlicher, dass es jetzt so ein riesengroßes Street Art Museum in St. Petersburg gibt. Wenn ihr also mal in St. Petersburg seid, kommt vorbei. До свидания.